Hallo Veit, freut mich, dich hier im Video zu haben. Danke, dass du da bist. Gerne. Du machst ja gerade Aufsehen, weil du im Hungerstreik bist. Erzähl mal, warum du im Hungerstreik bist. Ja, ich bin im Hungerstreik, weil meine Kinder bei der Mutter misshandelt wurde über viele Jahre. Ja, also es gibt Klinikberichte von 2011 bis 2017, die ich habe. Das sind insgesamt 23, aber laut meiner Kinder gibt es da noch mehr. An die bin ich eben nicht dran gekommen. Ja. Und als ich 2015 von diesen Misshandlungen erfahren habe, auch dass das Jugendamt diese Klinikberichte vertuscht hat, habe ich versucht, meine Kinder zu helfen, indem ich mehrfach das Sorgerecht beantragt habe. Aber das Jugendamt war immer gegen mich und da kommst du nicht an. Ja. Weil die Gerichte, die Folge zumindest in meinen Fällen, blindlings der Jugendämter, die interessiert weder Klinikberichte noch sonst irgendwas. Ja. Wir hören im Hintergrund deine Vögel Hast zwitschern. du hier wieder aufgelöst? Warte, ich mach zu. Ja, machst du kurz zu, ja, ich mache Pause. Okay, sehr gut. Machen wir ohne Vögelgezwitscher weiter. Genau. Was erhoffst du dir von deinem Hungerstreik? Ich erhoffe mir von dem Hungerstreik, dass endlich mein Fall mal aufgearbeitet wird, ja, dass man da einfach mal richtig hinschaut und dann auch sieht, wo die Fehler in den Jugendämtern liegen, weil meine Erfahrungen sind ja, dass drei Jugendämter und unzählige Jugendamtsmitarbeiter total versagt haben. Wenn ich das dann mal hochrechne auf ganz Deutschland, ja, also man kann davon ausgehen, dass es viele, viele Fälle gibt. Und da brauchen wir die Aufmerksamkeit, dass man einfach richtig hinschaut, ja, um die Kinder zu helfen, um Kinder zu schützen, ja, und auch um den Kindern die Möglichkeit zu geben, Kontakt zu beiden Eltern zu haben, auch nach der Trennung, ja. Und seit wann bist du im Hungerstreik? Ich bin jetzt seit dem 6.1. im Hungerstreik. Ja, jetzt fangen langsam an, sich ein paar Dinge bemerkbar zu machen. Sprich, mit dem Kreislauf merke ich es ab und zu, ja, und unruhige Schlafe. Gut, das habe ich ja öfters, aber man merkt es halt, es verändert sich langsam was im Körper. Ich bin jetzt bei minus 10 Kilogramm fast, ja, von meinem ursprünglichen Gewicht und das macht sich halt bemerkbar. Und es tut sich was in deinem Körper, tut sich auch schon was, was dein Ziel angeht. Ja, so halbherzige Dinge, also die Bild-Zeitung ist an der Sache, aber ja, sie sagen auch, es ist halt viel, was aufgearbeitet werden müsste. Und sie müsste halt auch mit meiner Ex-Frau Rücksprache halten und mit den Kindern, ja, was halt problematisch ist bei meiner Großtochter, weil die schwer psychisch krank ist durch die ganze Misshandlungen, ihre zweite Ausbildung schon abbrechen müsste. Ja, sonst hat sich eigentlich nicht viel gemeldet. Es hat sich plötzlich die Polizei in Ludwigshafen gemeldet. Da war ich diese Woche. Da hat man eine Anzeige, die ich vor 2015 gemacht habe, plötzlich wieder aufgearbeitet. Ja. Da ist die Staatsanwaltschaft wieder dran, obwohl ich in der Sache keinen großen Sinn sehe, weil die Staatsanwaltschaft ja schon zweimal die Sache eingestellt hat, die Ermittlungen. Und das war so, dass ich im Dezember die Information gekriegt habe, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Sache einstellt. Aber ich habe bis jetzt noch kein Schreiben wegen der Einstellung. Ich kann keine Beschwerde einlegen oder was, weil ich einfach kein Schreiben von denen bekomme. Und wieso haben die da jetzt die Ermittlungen wieder aufgenommen? Ja, ich denke, dass das mit meinem Hungerstreik zu tun hat. Auf jeden Fall waren da Schreiben vorgelegen, also was ich so gesehen habe. Wo die Beamtin ablesen konnte, dass ich im Hungerstreik bin und meine Adresse und alles. Und so wie ich das gesehen habe, war das Schreiben von der Staatsanwaltschaft Frankenthal und dann vom Justizministerium. Das Bundesjustizministerium oder des Ja, Landes? genau, vom Bundesjustizministerium. Also, Es ist auch so, dass im Moment ja mein ganzer Fall noch beim Verfassungsgericht in Hessen läuft. Da ist es ja noch anhängig. Und das ist ja im Moment meine größte Hoffnung, weil das schon eine ganze Zeit lang dort anhängig ist. Ich habe da auch eine Bearbeitungsnummer.
Ablehnungen gehen nach meiner Erfahrung immer relativ schnell. Ja. Ich habe auch im Oktober letzten Jahres meinen ganzen Fall an das Landesregierung Hessen gesendet, an die Landesregierung Baden-Württemberg und die Landesregierung Bayern. Das sind die Bundesländer, die hauptsächlich in meinem Fall involviert waren. Habe aber von alle drei noch keine Rückmeldung bekommen. Okay, jetzt haben wir ja gerade den vollen Einstieg gemacht mit, du bist im Hungerstreik. Das Bundesjustizministerium hat sich eingeschaltet, wie es aussieht, hat interveniert. Lass uns vielleicht nochmal das Ganze von vorne nochmal aufrollen. Wie viele Kinder hast du? Also es geht hier um zwei Töchter. Zwei Töchter, wie alt sind ja. die gerade? Die sind jetzt, die eine, die große ist 20 und die kleine ist 17. Und wie alt waren die, als ihr euch getrennt habt, die Eltern? Die große war 3 und die kleine war 1 Jahr alt, knapp über 1 Jahr alt. Okay, das ist schon lange her, im Grunde ein komplettes Kinderleben. Ja. Und jetzt hast du gesagt, Misshandlungen. Von welcher Form von Misshandlungen sprechen wir da? Also laut Klinikberichte sind es körperliche und psychische Misshandlungen. Und die Klinikberichte sind Beweise, da gibt es Fotos von den körperlichen Misshandlungen und psychotherapeutische Einschätzungen. Also ob es da Fotos gibt von körperlichen Misshandlungen, weiß ich nicht. Es gibt nur Beschreibungen halt von Verletzungen auch. Ja. Ich habe auch zum Beispiel etliche Ausdrücke von der Krankenkasse, von der Arztbehandlung durch die Krankenkasse. Und da sieht man ja auch schon, dass schon 2008 immer wieder auftaucht, psychische Probleme und immer wieder psychische Probleme, ja. So, und dann, wie gesagt, gibt es von 2011 war es 5 Klinikberichte, die es gibt, ja. Und in alle 5 Klinikberichte wird eben von Misshandlungen gesprochen. Dann waren meine Kinder 2014, in der Zeit, wo ich überhaupt keinen Kontakt und Umgang mit ihnen hatte, waren sie 12, 13 Mal in der Psychiatrie. Ja, dann war meine Großtochter auch mehrfach in der geschlossenen Psychiatrie, auch mit richterlicher Einweisung wegen Selbstmordversuche. Die Kleine war in der Psychiatrie in Aschaffenburg mehrfach, auch mit Selbstmordversuchen. In den Klinikberichten wird immer wieder berichtet, Gefahr in Verzug, Kindswohlgefährdung, kommt in viele Berichte vor. Ja. Also schlimmer geht es eigentlich nach meiner Meinung gar nicht. Und wer misshandelt oder wer misshandelte deine Kinder? Ja, laut Klinikberichte ist es die Mutter gewesen und ihr neuer Lebenspartner. Der neue Lebenspartner hat auch 3 Kinder mit in die Beziehung gebracht. Die wurden schon 2011 in Obhut genommen vom Jugendamt. Ja. Und da, das gleiche Jugendamt hat eben meine Kinder nicht in Obhut genommen, die blieben in der Familie. Eine Tochter von diesem Partner hat auch die Polizei gerufen, also hat sich von der Polizei in Obhut nehmen lassen vor Angst von der Gewalt zu Hause. Aber sie wurde dann immer wieder zurück zur Mutter geschickt oder gelassen? Also wo meine Tochter, die Kleine zum Beispiel, die wurde 3 Mal in Obhut genommen. Immer wenn ich einen Sorgerechtsantrag stellte bis zum Gerichtsverfahren. In der Zwischenzeit wurde das Kind in Obhut genommen. Wenn das Gerichtsverfahren rum war, wurde das Kind wieder zur Mutter entlassen. Ja, um es dann kurze Zeit später wegen Gewalt in der Familie wieder in Obhut zu nehmen. Okay, aber was heißt es, dass da das Jugendamt oder das Gericht interveniert hat und dann das Kind immer dann, wenn ihr einen Sorgerechtsstreit hattet, in Obhut genommen hat? Wieso? Nee, ich habe den ersten Sorgerechtsantrag zum Beispiel gestellt für die kleine Tochter 2015. Das heißt, du wolltest das Sorgerecht für dich alleine haben? Ich wollte das Sorgerecht für mich haben, weil ich von dieser Gewalt eben erfahren habe. Ich wollte das Sorgerecht haben, um das Kind zu schützen. Ja? Und um dem Kind eine dauerhafte ärztliche Versorgung zukommen zu lassen. Das hat ja die Mutter immer verweigert. Und wo ich dann das Sorgerecht beantragt habe, hat sich plötzlich die Mutter mit dem Jugendamt geeinigt. Man hat das Kind in Schweinfurt, ist er in eine Mädchenwohngruppe gekommen und beim Gericht hat man dann gesagt, das Sorgerecht kann bei der Mutter bleiben,
weil das Kind ja jetzt in Schweinfurt in einer Mädchenwohngruppe in Sicherheit ist. So. Das Kind wurde aber konnte in der Ferie und am Wochenende oft zur Mutter fahren. Also Kinder können auch am Wochenende misshandelt werden. Erstens das. Dann war das Sorgerechtsverfahren rum von mir. Dann ist das Kind wieder entlassen worden zur Mutter, ohne dass ich das wusste. Und als ich das dann erfahren habe, habe ich eben das zweite Mal das Sorgerecht beantragt, um meine Tochter zu schützen. Und weil sie einen Brief geschrieben hat, sie möchte bei mir leben. Ja, nachdem der Brief aufgetaucht ist beim Jugendamt, hat man erstmal den Kontakt zu mir ganz gecancelt. Hat auch der Tochter ihr Handy abgenommen. Sie musste ihre PIN-Nummer bekannt geben und man hat geguckt, was ich mit meiner Tochter schreibe. So. Wie alt war deine Tochter da? 13. Also als sie 13 war, hat das Jugendamt den Kontakt von dir zu deiner Tochter unterbrochen? Genau. Das war vorher, hat es die Mutter gemacht, aber jetzt hat das Jugendamt mitgearbeitet. Auch war meine Tochter dann, bevor sie nach Schweinfurt gekommen ist, kurze Zeit in der Pflegefamilie. Ja, da war sie 13 Jahre alt und durfte in der Pflegefamilie so viel Bier trinken, bis sie nicht mehr laufen konnte. Als ich mich beim Jugendamt beschwert habe, kam keine Reaktion. Hast du dann zu beiden Töchtern gar keinen Kontakt mehr gehabt, ab da, wo die jüngste 13 war? Nein, es ist vorher schon gewesen. Die Mutter hat die Kontakte immer unterbunden. Es gab immer Probleme. Ja? Und ab 2010 habe ich keinen Kontakt mehr gehabt bis 2014 im Dezember. Da hat sich meine große Tochter bei mir gemeldet und seitdem kam der Kontakt wieder zustande. Da habe ich dann 2015 das alleinige Sorgerecht für meine große Tochter bekommen, weil die Ärzte in der geschlossenen Psychiatrie Lohr sich weigerten, das Kind zur Mutter zu entlassen. Da war sie so 15, 16 Jahre alt. Genau. Und seitdem lebt sie bei dir und ich nehme an, seit... Nein, ich habe das alleinige Sorgerecht für meine große Tochter bekommen. Ja, dann, weil die Tochter das auch wollte, damals hat sie das gesagt beim Jugendamt und beim Gericht, und die Mutter wollte kein gemeinsames Sorgerecht, deswegen habe ich das alleinige Sorgerecht bekommen. Ja, aber die Mutter ist 3 Wochen nachdem der Entscheid war, zum Oberlandgericht in Bamberg gegangen und hat Beschwerde eingelegt. Die wollte nämlich nur eins erreichen, eigentlich, dass das Kind sagt, lebt bei mir, kurze Zeit zu mir kommt und von mir über mich den Umweg wieder zu ihr nach Hause, zur Mutter. Weil die Ärzte sich ja weigerten, das Kind direkt zur Mutter zu entlassen. Weil sie Gefahr im Verzug sahen. Und so ist es gegangen. Ja, die Mutter hat alle ausgetrickst, das Jugendamt, die Richter, die sind alle ausgetrickst worden und keiner hat es gemerkt. Okay, das OLG hat dann den willfährigen Steigbügelhalter gemacht, dass dann deine Tochter zurück musste zur Mutter. Nein, noch nicht ganz. Noch nicht. Die Mutter hat ein Teilsorgerecht zurückbekommen. Ja. Und das Kind ist dann weil sie bei mir nicht leben wollte, weil sie dachte, wenn sie das sagt, kann sie bei der Mutter leben. Das ging aber nicht, das war das Jugendamt dagegen, ist meine Tochter in Neckargemünd in ein Heim gekommen. Und warum wollte sie nicht bei dir leben? Weil sie aufgebracht war von der Mutter. Ja. Aufgebracht meinst du manipuliert, entfremdet? Ja klar, über Jahre manipuliert, das ist heute noch so. Sie weiß genau, was alles passiert ist, aber sie weigert sich einzugestehen, dass die Mutter die Schuld ist, dass ihre Mutter sie misshandelt hat. Für meine Tochter, in der Auge meiner Tochter ist an allem das Jugendamt schuld. Mhm. Ja, heute, wo meine Tochter, meine Große, eine eigene Wohnung hat, habe ich den schönsten Kontakt. Wir haben fast jeden Tag Kontakt. Was vorher lang nicht ging. Ja? Und meine Tochter hat an mich viele Sachen beschuldigt, wo nicht wahr waren. Einfach nur beeinflusst von der Mutter, gesteuert von der Mutter. Ja? Und die Mutter lässt es auch nicht aus ihrer Fänge. Sie hat zwar eigene Wohnung, aber die Miete zahlt die Mutter. Deswegen hat meine Tochter auch immer Angst, wenn da was ist, dass da Probleme bekommt.
Was sie eine materielle Abhängigkeit hat. Ja, aber denkst du, dass deine Kinder in einer Co-Abhängigkeit zu ihrer Mutter stehen? Das heißt, dass die Mutter die narzisstisch missbraucht hat? Ja, genau. Ist es das, was in den Klinikberichten drinsteht, dass da ein narzisstischer Missbrauch stattfindet? Nein, so direkt nicht. Das ist ja auch so, meine Ex-Frau hat ja die Klinikberichte vertuscht mit dem Jugendamt zusammen, auch im Gericht gegenüber, ja, wo die Mutter das alleinige Sorgerecht gekriegt hat 2013. Sie hat aber auch immer der Folgekliniken, die Kliniken, wo zuvor war, die Berichte alles vertuscht. Ja. Und meine Tochter sagt selbst, meine Ex-Frau schafft es sogar, die Ärzte so zu beeinflussen, dass sie in ihre Berichte das schreiben, was die Mutter möchte, und das, was sie nicht möchte, bleibt draußen. Sogar das schafft sie. Das ist bei Personen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, typisch, dass sie tolle Schauspieler sind. Ich habe da mal mit einem Psychotherapeut darüber gesprochen. Der hat gesagt, dass da bei denen in der Straße jemand war, der Autos zerkratzt hat. Dann hat er den gesehen, hat ihn dann bei der Polizei gemeldet, und dieser Mensch, den er da angezeigt hat, der war so gut darin, die Polizei um den Finger zu wickeln, dass nachher der Psychotherapeut als jemand dastand, der den zu Unrecht angezeigt hat. Und der ist ja selber Psychotherapeut, und der hat gesagt, er hatte keine Chance, weil diese Person so gut manipulieren konnte. Ja. Das hat mir meine Tochter mal gesagt, und das finde ich auch, trifft auf den Punkt. Ihre Mutter kann sagen, was sie will, wem sie will. Sie bekommt sofort alles geglaubt. Und alle anderen fallen rechts und links hinterher. Das ist diese Fähigkeit der emotionalen Manipulation. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, nochmal auf die kleine Tochter zurückzukommen. Dann ist er in Schweinfurt in dem Heim entlassen worden. Ich habe das dann erfahren, zufällig. Dann habe ich das Sorgerecht natürlich das zweite Mal beantragt. Und dann hat man in der Zeit, wo ich das beantragt habe, bis zum Gerichtstermin, sich geeinigt, die Mutter mit dem Jugendamt, man bringt die Tochter, wohnt jetzt bei ihrer Schwester, bei der großen Tochter von mir, hat die Kleine dann gewohnt. Und das, obwohl alle Klinikberichte davon schreiben, dass die Kinder immer miteinander streiten. Da habe ich im Gericht noch gesagt, das geht nicht gut. Ja? Und prompt habe ich recht gehabt, wieder 2, 3 Wochen nach der Gerichtsverhandlung wurde das Kind wieder in Obhut genommen. Ja? Und das ist doch kein Zustand, ein Kind 3-mal in Obhut zu nehmen. Die hat ja gar nicht mehr gewusst, wo sie hingehört. Die hat ja gar keine Bezugspersonen mehr gehabt. Ja? Das ist ja ein Wechsel gewesen ohne Ende. Hast du zu deiner 17-jährigen Tochter Kontakt? Nein. Seit 2017 hat sie den Kontakt eingestellt, aufgrund dem, dass sie seit 2015 8-mal versucht hat, mit mir Kontakt zu halten. Wir haben auch Kontakt immer wieder 2, 3 Wochen gehabt. Und immer wieder wurde von der Mutter oder vom Jugendamt diese Kontakte boykottiert. Dann hat sie gesagt, sie hat einfach keine Lust mehr, dann immer wieder Schwierigkeiten zu kriegen, sich Gemecker anhören zu müssen, weil sie mit mir Kontakt aufnimmt. Liegt denn gegen dich irgendwas vor? So gibt es über dich psychologische, psychiatrische Berichte, die sagen, der Vater ist nicht geeignet als Elternteil? Nein, gibt's nicht. Es gab auch niemals vom Gericht irgendwie eine Sache, dass Kontaktverbot gewesen wäre oder was. Nur das Jugendamt Miltenberg, die Mitarbeiterin, schreibt, ich müsste in psychiatrische Betreuung, weil ich so hartnäckig mich gegen die Unwahrheit wehren würde. Also gegen ihre Wahrheit eigentlich. Für mich ist es ja die Unwahrheit. Ja. Ja. Und ich habe so viel Schreibe, Beweise, das ist unglaublich. Wenn ich die ganzen Beweise, die ich habe, die wichtigsten zusammenpacke, kriege ich ein Paket von 5 Kilo zusammen. Und keiner schaut sich das an, das ist das Problem. Das heißt, alles, was du hier sagst, kannst du beweisen? Alles. Bis auf den letzten Punkt. Okay. Hast du auch den Eindruck, dass das Jugendamt Miltenberg ist es, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, dass die Kinder lieber bei einer psychisch kranken Mutter haben, als bei einem völlig normalen Vater? Ich würde so sagen,
Das Ganze hat angefangen beim Jugendamt Erbach im Odenwald. Da war eine Frau Weigel, nennt sie sich. Die war der Mutter scheinbar gut zugetan. Die war vorher im Haushalt auch wegen der Kinder vom Freund von der Mutter, die in Obhut genommen wurde sind. Dann war es für meine Kinder. Ich denke, meine Kinder waren einfach ein Bauernopfer. Man musste die drei Kinder von diesem Mann in Obhut nehmen und meine hat man dann als Bauernopfer wieder Gutmachung in der Familie gelassen. Weil diese Frau Weigel war in der Klinik, wo von der Misshandlung gesprochen wird, wo die Kinder von Misshandlungen sprechen, die 2011, die war in weiteren drei Kliniken 2011, wo genauso Misshandlungen berichtet werden. Die war im Gericht und hat dafür gesorgt, dass beim Gericht, dass das Jugendamt quasi sagt, die Mutter braucht allein Sorgerecht. Sie hat dafür gesorgt, dass beim Gericht keiner dieser Berichte erwähnt wird. Und so ist es dann weitergegangen. Ja? Dann geht es zum Jugendamt Miltenberg. Die Mutter, ich weiß nicht, was sie sagt. Ich habe das erlebt, dass ich, wenn ich irgendwie Kontakt hatte zum Jugendamt oder zu der Klinik, ich erstmal abgelehnt wurde. Bei der Klinik hat sich das relativ schnell geändert, weil immer wenn die Kinder in der Klinik waren und nicht unter dem Einfluss der Mutter standen, wollten die immer Kontakt zu mir, wollten Besuch von mir, waren bei mir auch am Wochenende auf Besuch und sobald sie aus der Klinik raus waren, die Mutter hatte wieder Zugriff zu den Kindern, war wieder alles vorbei. Ja? Und das Jugendamt Miltenberg ist einfach, die lesen keine Berichte, das interessiert die nicht. Die gehen einfach von dem aus, was die Mutter sagt, dann ist das ja einfach die Wahrheit. Das erleben wir ja auch im Gericht. Die Jugendämter schreiben Beschuldigung von einem Elternteil, ohne diese zu überprüfen, was eigentlich ihre Aufgabe, Pflicht wäre, und schicken diese Beschuldigungen ans Gericht. Und das Gericht wertet es sofort als überprüfte Wahrheit, obwohl es gar nicht überprüft ist. Ja. Ich habe auch ein Schreiben vom Staatsanwalt, dass wenn das Jugendamt was schreibt, ist es immer die Wahrheit. Habe ich schriftlich von der Staatsanwaltschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn du dann Beweise hast, dass eben nicht die Wahrheit ist, werden die Beweise gar nicht mehr gesichtet, weil man sagt, es ist die Wahrheit, weil es kommt vom Jugendamt. Jetzt ist ja deine eine Tochter 20, die andere 17. Das heißt, in einem Jahr ist sie volljährig. Warum kämpfst du da jetzt überhaupt noch? Ich kämpfe, weil diese Fehler müssen aufgedeckt werden. Ob die Kinder jetzt schon zu alt sind oder es geht um die Fehler. Es kann nicht sein, dass solche Kriminelle, mal gesagt, Fehler gemacht werden. Ja, ich kämpfe ja nicht nur darum, dass man die Fehler hier aufdeckt, sondern dass man mal sieht, das Jugendamt macht allgemein viel Fehler, weil es ja unseren Staat nicht wahrhaben will. Das ist ja das Problem. Ja, es will niemand wahrhaben. Und es werden Fehler gemacht, andauernd. Und es leidet nicht nur meine Kinder darunter, sondern alle Kinder, die in den Wirkegriff des Jugendamts kommen. Ja? Und ich möchte auch verhindern, dass es vielleicht meine Enkelkinder so geht. Da sagt ja heute schon meine Tochter, sie möchte gar keine Kinder, weil sie befürchtet, das Gleiche mit ihren Kindern zu machen. Das muss man mal vorstellen. Ja, ja und das liegt ja nahe, weil ja. Deine Ex-Partnerin, die Mutter deiner Kinder, gibt ja wahrscheinlich nur ihre eigene Traumata weiter an ihre Kinder. Und die geben es dann wieder oder würden es an ihre Kinder weitergeben. Ja, und jetzt sagen wir mal, es gibt viel mehr Fälle in Deutschland, wo das eben genauso abläuft. Irgendwann haben mir viele psychisch kranke Erwachsene, weil sie das durchgemacht haben als Kinder. Ja? Und wir müssen einfach die Jugendämter dazu bringen, hier besser zu arbeiten. Genau, und um es mal sarkastisch auszudrücken, dank Jugendamt gibt es immer mehr Kinder, die so aufwachsen, dass sie später als Erwachsene psychisch krank sind. Genau. Und heute wundert man sich, warum man immer mehr kriminelle Heranwachsende hat. Weil ich denke, dass das auch dazu beiträgt, eben dann brutal zu werden, Leute zusammenzuschlagen. Jetzt gut, bei Mädchen nicht unbedingt, aber es gibt ja auch Jungs, die das betrifft. Ja, das greift eins ins andere rein. Das ist ein Rad ohne Ende. Ich lese gerade ein gutes Buch von der Jeanette Hagen, die verletzte Tochter, die eben ohne Vater, leiblichen Vater aufgewachsen ist. Mhm. Und die sagt, auch basierend auf psychologischen Erkenntnissen, dass Mädchen eher dann mit Gewalt gegen sich agieren, also die fressen das sozusagen rein, und Jungs halt mit Gewalt das nach außen ausagieren. Mhm. Ja, also bei meinen
Bei meinen Kindern ist es ja so, die haben sich ja mehrfach versucht, das Leben zu nehmen. Die haben sich auch selbst verletzt. Die Arme und so sehen aus. Das ist, ich darf nicht dran denken, das ist grausam, das tut mir ein Herz weh. Ja? Da ist man Vater von Kindern und kann die Kinder nicht beschützen, wenn sie misshandelt werden. Ja? Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das, was uns dann als Vater oder als betroffene Mutter auch krank und kaputt macht, weil man machtlos ist, egal wo man sich hinwendet. Ich habe einen ganzen Leitsordner voll mit Beschwerde, die abgelehnt wurde, ja, in Deutschland. Komischerweise in der EU, der Petitionsausschuss der EU gibt mir recht, da sind meine Beschwerden begründet und auch zugelassen, aber in Deutschland, in Hessen habe ich es erlebt, da habe ich 2015 Petitionen eingereicht, als ich die 4 Klinikberichte hatte von 2011 erst einmal, ja. Die wurde abgelehnt und dann ist ja im Jahre 2011, wo ich das Sorgerecht für meine Tochter bekommen habe und für die kleine Schweigepflichtentbindung, da ist ja durch meine Nachforschung, sind ja aus den 5 Klinikberichten, sind ja dann 23 geworden. Da habe ich wieder eine Petition eingereicht, die wurde nicht beantwortet. Dann habe ich wieder eine eingereicht, auch und dann habe ich angerufen. Und da sagt die, ja, sie haben schon eine Petition eingereicht. Sag ich, ja, Moment mal, ich habe ja aber neue Beweise. Darf ich ja neue Petition einreichen? Da sagt die, nee, die Klinikberichte werden bestimmt auch nichts anderes berichten wie die von 2011. Ja, und so wird es abgetan. Du wirst richtig brutal abgeschmettert, wo dich auch hinwende tust. Ich habe an den Bundestag, ich habe an den Bundesrat geschrieben. Es gibt niemanden in Deutschland, an den ich nicht geschrieben habe. Und das interessiert einfach niemanden. Ja, das beantwortet das, was ich dich fragen wollte, warum es denn nötig ist, in Deutschland einen Hungerstreik zu machen als Vater. Aber die Antwort hast du ja gerade gegeben. Ja, das ist nötig. Eigentlich müsste das viel mehr Betroffene machen, ja, um wirklich mal Aufmerksamkeit zu erreichen, ja, um irgendwie vielleicht mal zu erreichen, dass wirklich eine Stelle eingerichtet wird, die solche Dinge aufarbeitet, ja, die dann auch den entsorgten Elternteil an die Hand nimmt und sagt, okay, wir gucken uns das jetzt zusammen an und wir gucken jetzt wirklich, was Sache ist. Wenn immer nur die Unterlagen vom Jugendamt kontrolliert werden, die weisen vielleicht gar nicht diese Missstände auf, die ich belegen kann, zum Beispiel durch Gerichtsprotokolle, ja, durch ärztliche Gutachten und. So habe ich ja auch ein Schreiben gekriegt vom Jugendamt 2015, nachdem ich mich beschwert habe und gefragt habe, was das soll, dass meine Kinder 2011 in der Klinik waren, wo ich noch das Sorgerecht hatte und ich wusste nichts davon. Ich habe auch die Klinikberichte nicht bekommen. Ich durfte auch nicht beim Runden Tisch teilnehmen. Da hat mir das Jugendamt Erbach im Odenwald geschrieben, was die Frau Weigel schon genannt so alles gemacht hat. Und wenn ich den Bericht nehme, kann ich wiederum durch diesen Bericht beweisen, dass 2012 und 2013 in den Sorgerechtsverfahren das Jugendamt total gelogen hat, weil da steht was ganz anderes drin. Ja, aber es interessiert dann niemanden. Als ich darauf das Jugendamt hinweisen wollte, hat man mir geschrieben, ah, mir hat mir einmal geantwortet, das reicht, mehr Antwort bekomme ich nicht. Habe ich auch angerufen dort, da hat man gedroht, man wird mich anzeigen wegen Stalking, weil ich angerufen habe und Missstände aufklären wollte. So ist Deutschland. Warum, was denkst du, warum das so ist? Weil es einfach, man möchte sich gerne damit beschäftigen. Ja, das sieht man doch schon, wenn sich Eltern trennen. Das Jugendamt arbeitet immer mit dem Elternteil, wo die Kinder leben. Der andere Elternteil fällt hinterunter. Weil man einfach die Last loswerden möchte, dann zwischen zwei Eltern da immer beide zu benachrichten oder mit beide zu arbeiten. Das erspart man sich Arbeit. So braucht man weniger Personal. Das hat, für mich ist das ein System. Denkst du, es ist reine Faulheit? Ich würde eher sagen Unvermögen oder Überlastung. Zu schlecht ausgebildet, zu wenig Personal, zu viele Fälle. Und wer leidet darunter? Das schwächste Glied, die Kinder. Jetzt haben wir ja von dir gehört, dass das Bundesjustizministerium sich schon eingeschalten hat.
Was denkst du, was wird passieren? Du hast ja gesagt, du hast da nicht so viel Hoffnung, dass die Staatsanwaltschaft da jetzt plötzlich gegen Jugendamt ermitteln wird, gegen Richter und so weiter. Ja, was da passieren wird, da wird nichts passieren. Es wird wieder im Sand verlaufen, wird wieder eingestellt. Ich habe schon Anzeige gemacht gegen die Richter, Amtsgericht, Oberlandgericht. Jetzt Oberlandgericht, ja, Jugendamtmitarbeiter. Ich habe alles schon angezeigt, was geht und habe auch reichlich Beweise geliefert, aber passiert einfach nichts. Ja. Erstens, ich habe Anzeigen gemacht 2015, wie gesagt, Staatsanwaltschaft Frankenthal, die haben es weitergegeben nach Darmstadt. Da hat man 2 Jahre ermittelt. Nach 2 Jahren hat man es eingestellt. Es gibt keine Beweise für die Misshandlungen. Obwohl ich denen die Klinikberichte zugesandt habe. Ja? Dann habe ich Beschwerde eingelegt. Beim Generalstaatsanwalt Frankfurt war es dann. Der hat es dann auch eingestellt mit der Begründung, ja, die Misshandlungen wären nicht genau genug beschrieben. Die körperliche Misshandlungen wären nicht genau beschrieben. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, aber in der Klinikberichte wird auch von psychischer Misshandlung berichtet. Und da hat er mir nach einer Weile wieder zurückgeschrieben, ja, aber die psychische Misshandlung kann er nicht unter dem Paragraph verfolgen, unter dem man die körperliche Misshandlung verfolgt. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, da soll er doch bitte den Paragraph für psychische Misshandlungen benutzen und nicht den für körperliche Misshandlungen. Ja, das ist ja kindergartenmäßig. Für einen Generalstaatsanwalt ist das ein Lachblatt, finde ich. Mhm. Willst du sagen, wie der heißt, der Generalstaatsanwalt? Das war, müsste ich jetzt in die Unterlagen gucken durch. Okay. Ich habe so viel Schreiben, kann ich da jetzt halt nicht sagen. Ich weiß nur, Generalstaatsanwalt Frankfurt war es, aber der Name müsste ich jetzt nachschauen. Okay, das heißt, das Versagen der Jugendämter in eurem Fall und auch der Familiengerichte interessiert niemanden. Ja, genau. Niemanden. Egal. Also erst, wenn... Wie gesagt, nur die EU, der Petitionsausschuss der EU, da habe ich 2 Petitionen eingereicht und die geben mir recht, die sagen, meine Petition ist begründet und zugelassen. Aber wir wissen ja, oder die meisten wissen ja, die Petitionsausschuss der EU ist für rein deutsche Familien nicht zuständig. Hast du auch wieder nicht erreicht. Ja, hat ja auch keine bindende Wirkung in Deutschland. Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg nach Genf. Das bin ich jetzt alles am Wochenende vorbereitet. Ich werde hier die Kinderrechte, der Verstoß gegen Kinderrechte einklagen und der Verstoß gegen die Menschenrechte auch, weil ich habe ja auch ein Recht an meine Kinder, nicht nur die Kinder am Vater. Ne? Und wenn unser Staat meint, er muss sich wegducken, wenn es um Menschenrechte und Kinderrechte geht, ja, und wenn es andere Länder, die verstoßen gegen Menschenrechte, dann schreit unseren Staat, so geht's nicht. Genauso muss sich unseren Staat an die Rechte halten, an die Menschenrechte und Kinderrechte, wie alle anderen auch. Wie weit willst du denn gehen mit deinem Hungerstreik? Das lasse ich noch offen. Mal gucken. Wenn es sein muss, werde ich wahrscheinlich schon ziemlich an den Rand vom Ende gehen. Weil anders da ist unser Staat nicht wach zu rütteln. Und es wird Zeit, dass der wach wird. Ja? Es gab ja mal den Fall, ich glaube, es war sogar ein Zollbeamter. Ja? Also ein Beamter, dessen Tochter, glaube ich, von der Mutter nach Brasilien mitgenommen wurde. Mhm. Und der, ich glaube, in Hamburg hat er gelebt. Und der hat dann ja auch einen Hungerstreik gemacht und das hat da gar niemanden interessiert. Der hat dann nachher vor dem Gericht in Brasilien Recht bekommen und hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, per Gerichtsbeschluss immer in den Ferien seine Tochter sehen können und auch nach Deutschland holen können, beziehungsweise die ist dann nach Deutschland geflogen zu ihm. Und das Hamburger Familiengericht hat da aber nichts gemacht. Das war denen völlig egal. Und auch der Hungerstreik von den Beamten, ja, hat die überhaupt nicht interessiert. Ja, deswegen sage ich ja, wir müssten eigentlich viele sein, die Hungerstreik machen. Wenn ich schon sehe, wie viele Leute wir in Facebook sind, wie viele Gruppe das gibt, mit wie vielen betroffenen Menschen, ja. Und wir bekommen in meinen Augen nichts Gemeinsames hin, solange wir den Staat nicht unter Druck setzen können, indem dass wir eine Masse sind, wird
der Hungerstreikende ist ein Einzelfall. Was soll's? Ja, das ist, sieht man ja auch an der Presse. Die reagieren ja auch kaum. Aber ich wüsste keinen anderen Weg, was wir als Betroffene tun können, um eher endlich mal was zu bewegen. Ja. Hm. Ich meine, es ist ja extrem, was ich ja auch erlebt habe beim Sorgerechtsverfahren 2012, 2013, hat der Richter mir gesagt, wenn ich das Sorgerecht nicht freiwillig abgebe, würde er mir es nehmen. Das ist ja eigentlich schon eine Erpressung. Ja? Und so ist es überall, egal wo du hingehst, ob Jugendamt, Richter, du wirst als nicht sorgeberechtigter oder als der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, bist du kein Cent wert. Ja, und das kannst du zeigen. Kurzer Prozess gemacht. Also ja, mit genau. Nötigung kannst du den Prozess verkürzen als Richter. Ja. Das ist genauso wie es Kaiser hat, die Mutter hat die bessere Bindung zu den Kindern, deswegen leben die Kinder bei der Mutter, ja. Aber dass ich meine Tochter, die groß zum Beispiel, die ersten 3 Jahre selbst betreut habe nach der Geburt, das hat keinen interessiert, ja. Da ist meine Ex-Frau noch in einer Ausbildung gewesen, übrigens auch als Zollbeamtin, ja, und das hat niemanden interessiert, dass ich die Tochter betreut habe, dass ich Okay, Veit, jetzt hatten wir gerade ein technisches Problem. Du hast erzählt, dass du die ersten 3 Jahre deine Tochter ja selber betreut hast, aber das hat niemanden interessiert am Gericht und beim Jugendamt. Genau. Ja, so ist es. Sie interessiert überhaupt niemanden was. Ja, also egal, was man, wenn die Mutter Dinge behauptet über dich, ja, es hat ja auch gar, die Mutter hat ja auch zum Beispiel behauptet, ich hätte bei der Kommunion die Großtochter sexuell belästigt. Da waren 3 betreute Umgänge mit dem Jugendamt Erbach im Hohenwald. Da wurde nichts festgestellt. Das war 2008. Wo ich dann 2015 die Klinikberichte bekommen habe von meiner Tochter, von meiner Töchter, von Bad Kreuznach, hat es da wieder behauptet. Ja, so. Und dann war die kleine Tochter in Darmstadt in der Klinik. Da hat sie dann behauptet, ich hätte mich der kleinen Tochter sexuell genähert. Da waren die Kinder in der Klinik am Schönen Moos 2011 und da sagt ja meine Tochter aus, dass sie nichts mehr sagt und nicht mehr zu mir möchte, weil die Mutter von ihr verlange, sie soll dann, wenn sie bei mir war, aussagen, ich hätte sie sexuell belästigt. Die vermutet, dass ihre Mutter sie im Kampf gegen den Vater benutzen möchte. Ja, das ist ja offensichtlich. Ja, und es interessiert niemand, keine Staatsanwaltschaft, kein Jugendamt, nichts. Kein Familiengericht. Ja, und da muss man sich mal überlegen, was die Kinder alles erlebt haben. Was ich ganz vergessen habe, die Oma, also die Mutter von dem Freund der Mutter, hat ja auch im Haushalt gelebt. Und da habe ich ja, als ich die Kinder noch hatte, als am Wochenende die meine Großtochter mal nach Hause gefahren und habe erlebt, wie die Oma, also die Mutter von dem Freund, die Hand gegen meine Tochter gehoben hat. An der Tür, wo ich sie abgegeben habe, weil sie ihr Zimmer angeblich nicht aufgeräumt hat, habe ich ihr noch gesagt, also geschlagen wird überhaupt nicht, wenn ich das mal mitbekomme. Aber da kann man davon ausgehen, dass die auch geschlagen hat. Da kann man mal sehen, was die Kinder eventuell alles erlebt haben. Die haben jahrelang die Hölle durchgemacht. Ja? Muss man vorstellen, 5 Kinder in dem Haushalt gelebt und 5 Kinder wurden eigentlich in Obhut genommen. Ja? Es ist der Horror. Und die Jugendämter sind blind, die Familienhilfe geht nur mit in die Klinik. Die Klinik schreibt, dass sie haben das Jugendamt selbst eingeladen. Ja? Aber es hätte niemand Zeit gehabt, in die Klinik zu kommen in Bad Kreuznach 2011. Und 2015 schreibt das Jugendamt, sie wusste gar nichts davon, dass die Kinder in der Klinik waren. Da frage ich mich, wie das geht, wo die Einladung hingegangen ist oder wie die Einladung abgelaufen ist. Ja, das sind alles so Sachen, die werden dann überhaupt nicht beantwortet. Da wird ja, das Schlimme ist ja, das Jugendamt hat ja absichtlich die Kinder von dir isoliert. Und das ist ja genau das Problem, das die Kinder hatten. Klar. Und wenn das Jugendamt von Anfang an darauf geachtet hätte, dass die Kinder immer gleichwertig oder vielleicht hauptsächlich auch Kontakt mit dir gehabt hätten, dann wird es den Kindern wahrscheinlich viel, viel besser gehen.
Na, natürlich, natürlich. Das wäre alles nicht so gelaufen, da wäre ich eingeschritten. Ja? Es gibt ja ein Schreiben vom Jugendamt, also eine Aktennotiz. Ich glaube, die ist aus Versehen in meine Hand gelangt. Da waren die Kinder in der Klinik am Schönen Moos 2011 und da gibt es eine Aktennotiz, also bevor die Kinder dahin kommen. Die Jugendamtsmitarbeiterin Weigel vom Jugendamt Erbach, Absprache mit der Mutter, dem Vater nicht zu sagen, in welcher Klinik die Kinder sind und welche Telefonnummer er sie erreichen kann. Ja. Ohne Das ist, Grund, einfach nur, weil ja. die dich isolieren wollten. Genau, war die Mitarbeiterin, war auf der Seite der Mutter, aus welchem Grund auch immer. Ich wurde aus allem ferngehalten, ich wurde falsch informiert, weil Bad Kreuznach, die Klinik, hat man mir gesagt, die Kinder wären dort nur wegen der Gewichtsabnahme. Wenn mir das Jugendamt sagt, mache ich mir da auch keinen Gedanken groß, leider, damals, ne, heute weiß ich es. Ja, und so wurde ich aus allem rausgehalten, falsch informiert, ich wurde falsch verdächtigt. Es gibt viele Sachen, die zum Beispiel auch die Anwältin der Mutter, der Frau Weihrauch aus Mittelstadt im Odenwald, schreibt, ich hätte mich nicht an die Umgangsvereinbarung vom 2.12.2004 gehalten. Ja, Ich habe aber fünf. das sind die typischen Ja, Anwaltssachen, ich weißt, habe was aber ein ich. Schreiben vom Gericht, wo ganz klar hervorgeht, dass die Mutter ein Strafgeld angedroht bekommen hat, weil sie eben die Umgänge von dieser Umgangsvereinbarung nicht eingehalten hat. Ja? Ja, das ist ja so der normale Wahnsinn, Ja, den ich auch ja, kenne von ja. aus meinem eigenen Erlebnis und anderen Fällen. Was ich sehr schlimm finde, ist, dass ja ganz offensichtlich das Jugendamt dich als Vater isoliert hat und deine zwei Töchter der Mutter ausgeliefert hat, die starke psychische Probleme hat. Das steht, Ja. glaube ich, hier gar nicht groß in Frage. Und das ist ja das Schlimme dran. Veit, an dieser Stelle würde ich gerne mal einen Punkt setzen und bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Und ich würde gerne dranbleiben. Einfach, ich gucke ja immer auf Facebook so jeden Tag, meldet er sich noch? Ja, geht es ihm gut? Das werde ich auch zukünftig machen. Und vielleicht können wir einfach noch ein paar Videos machen, ja, auch schauen, wie das jetzt in Genf war, was du da erlebt hast, wie es dann mit der Staatsanwaltschaft weitergeht. Vielleicht schaltet sich das Bundesjustizministerium nochmal ein. Vielleicht kommt ja was vom Landesverfassungsgericht. Also, das ist hochspannend. Und vielen Dank für deinen Mut. Vielen Dank, dass du bereit bist, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Wobei dieser letzte Satz sich echt sehr seltsam anhört. Jemandem zu danken, sich für eine gute Sache einzusetzen und damit sein Leben aufs Spiel zu setzen, das ist schon fast heldenhaft. Ich wünschte mir, es wäre nicht nötig in diesem Land, aber dein Fall zeigt uns, dass man irgendwann am Rande der Verzweiflung ist und das letzte Mittel wählt, ja, das einem bleibt und vielleicht, ich weiß nicht, da waren deine Überlegungen zu sagen, ich will niemand anderem was antun, dann tue ich mir sozusagen was an, ja, das, ich meine, wir kennen alle Gandhi, der mit Hungerstreik viel erreicht hat in seinem Kampf. Weiß nicht, ob das für dich ein Vorbild war oder auch andere wie Mandela war ja auch mal im Hungerstreik, soweit ich weiß. Ja, schlimm, dass es in Deutschland nötig ist. Ja, das, normalerweise hören wir irgendwas von Hungerstreik in irgendeinem diktatorischen Land, wo keine Freiheit ist. Scheint in Deutschland nicht so weit weg zu sein davon, was Jugendämter und Familiengerichte angeht. Ja, ich habe dir auch zu danken. Und dank auch alle anderen, die mich hier noch auf welche Art und Weise auch immer unterstützen. Ja? Weil, wie gesagt, es ist zwar für meine Kinder, aber auch für alle anderen Kinder gedacht. Ja? Und ich glaube, ich bin der Erste, der einen Hungerstreik macht, das über online geht, das hier über die sozialen Medien verbreitet wird. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ich für alle was erreichen kann. Aber ich möchte noch sagen, alle betroffene Eltern, auch in den Vereinen, Väterverein, Papa auch und so, tut euch endlich zusammen. Ja, gemeinsam sind wir stark. Und danke nochmal und schönes Wochenende. Veit, danke schön. Dir auch. Tschüss. Tschüss.